Peggy 18. Hallo Leute, Murphy und wir spielen weiter Dead Space 2. Ja, genau. Wir spielen weiter Dead Space 2. Genau, das wollte ich sagen. Und gehen wir an diesen ekligen Gang hier. Aber trotzdem, man musste hier unten erst lang. Wow. Oh, wie ich es immer hasse, wenn einen die von hinten begegnen. Ich habe ihn noch gesehen, aber ich habe zu spät reagiert. Beziehungsweise ich konnte nicht mehr schnell genug reagieren. Je nachdem, wie man es dreht und wendet, ist es schlecht. Und ich weiß nicht, warum du den Speicherpunkt öffnest, wenn du die Tür öffnest. Aber mach dir nichts draus. Den Fehler kann dir dann mal passieren. Wo ist er denn? Da. Bei manchen Gegnern frage ich mich manchmal, wie genau die treffen können. Aha. So, der wäre erledigt und der war auch erledigt. Okay. Puh. Von wo? Ach so, ich verstehe. Na fast. Ja, schön.
Ich will nochmal das winkte Blut sehen. Ach schade, das Blut ist weg. Aber ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das Blut, was in der Luft geflogen ist. Mal wieder. Das will ich ganz schnell loswerden. Das war cool. Denkst du wirklich, ich hab dich nicht gehört oder was? Gib mal her. Oh ne, nicht schon wieder von hinten. Von hinten wertet die langsam echt langweilig. Naja. Ja, ich darf mich ja jetzt mal in Ruhe meine Kisten plündern. Ah, okay. Und weiter. Ich hätte vermutlich auch mit dem Fahrstuhl runterfahren können, oder? Egal. Will ich nicht testen. Na, wenn das so ist, werden wir doch hier nochmal speichern. Da sind Sie ja, Isaac. Wir haben auf Sie gewartet. Jetzt sind Sie an der Reihe. Oh Gott. Ellie. Schritt 3, dann werden Sie... Ellie. Sie schulden mir ein Auge. Du Schreck. Aua. Ich hab keine Ahnung. Ellie hat gelogen. Sie wird nicht helfen. Aber Sie, Isaac, Sie werden Sie nach Schritt 3 sehen. Isaac, er ist weggelaufen. Tiefer in die Minen. Ich habe hier auch ein paar Probleme. Bringen Sie sich in Sicherheit. Ich versuch's. Unten ist Sauerstoff. So, okay. Wir müssen irgendwo nach da. Nicht wahr? Ach, nein. Wir sollten aufpassen, wo wir die Dinge anschießen. Weil nicht, dass wir gleich einen Laser am Arsch haben. Hattest du nicht auch irgendwo einen dran? Ne? Da musste man euch extra einen anpflanzen. Sehe aber ehrlich gesagt auch nichts, wo ich was anpflanzen kann. Schauen wir uns erstmal genau um. Einen Hump bin ich auf jeden Fall schon mal. Ach nee. Dich brauche ich ja gar nicht. Wenn nicht hier. Sag mal. Du irgendwo was hast, was sich bewegen lässt. Anscheinend nicht.
Und rein da. So, hier hinten müsste der Ausgang sein, oder? Noch nicht? Doch, ich wollte schon sagen. Austritt Vakuum. Ellie, ich bin wieder drin. Wo sind Sie? Wo ist Stross? Ich bin jetzt in Sicherheit. Aber er hat sich verirrt. Ich glaube, er kommt auf Sie zu. Ich habe etwas gefunden, das Sie sicher interessiert. Hier ist mein Standort. Beeilen Sie sich. Ich bin nicht wirklich in der Lage zu kämpfen. Ich komme so schnell ich kann. Bleiben Sie, wo Sie sind. Jo, mach das mal. Und dann gehen wir mal weiter. Oder auch ein Energieknoten. Danke. So, und wir beenden die Folge hier. Bis gleich.